Wenn die Leute das heute nicht begreifen, dass wir solche Sachen gar nicht anmelden dürfen, weil wir haben Versammlungsrecht nach Paragraph 5. Das hat Angela Merkel in ihrer Bundestagsrede damals eindeutig gesagt. Das kann man jedem Gericht zeigen und jeder Richter, der da anders denkt, ist genauso korrupt und genauso gekauft. Dann sind wir hier nicht in der Demokratie, sind wir sowieso schon lange nicht mehr. Hallo, Eiermann oder was weiß ich. Naja, es ist einfach so. Ja. Punkt aus Ende. Da kann ich nichts anderes sagen. Ja, ja, wir haben ja auch gehört, in Polen gibt es jetzt überall Blockadeaktionen. Ne? Ganze Land wird lahmgelegt. Der Generalstreik hat begonnen. In anderen Ländern haben sie es auch vom Tisch gekriegt. Ne? Frankreich, die haben es durch, ne? Mit dem Agrardiesel. Und nur in Deutschland. Es ist halt leider Gottes. Es tut ehrlich gesagt, es tut einfach nur weh zu sehen, wie labil viele Menschen hier sind, die das einfach noch nicht begriffen haben, was hier eigentlich wirklich abläuft. Es geht hier schon lange nicht um die Bauern. Diese ganzen Lives, diese Diskussionen, die werden tausendfach geführt im Internet. Fakt ist eins, dass ich, wenn ich eine Demo anmelde, egal in welchem Bundesland, dann lasse ich die Demo sein und tue mich da nicht einmischen als Polizei, Rechtsstaat, so, weil dann tue ich einfach, dafür ist die Polizei da, die Leute zu schützen, und dafür haben sie einen Eid geleistet. Mhm. So, und die machen genau das Gegenteil. Also, und die Politik da drüben, die Eiermaler, die machen genau dasselbe, genau immer das Gegenteil von dem, was sie eigentlich bei der Amtseinführung versprochen haben. So. Und dann brauche ich auch nicht rein theoretisch eigentlich gar nicht mehr wählen gehen bei der nächsten Wahl. Ja. Weil ich wähle, ich weiß ganz genau von Anfang an, dass ich irgendwelche Vollpfosten wähle, die ich gar nicht wollte. Und die machen dann genau die gleiche Scheiße, wie die machen, und das geht immer so weiter, und irgendwann... Ja, wir haben ja auch keine, wenn wir haben ja das Parteiensystem so, und wenn sie jetzt direkt gewählte... Volksabstimmungen oder ja, Vertreter, direkt gewählte Volksvertreter. In der Schweiz ist genau das problemlos, wenn die sagen, wir machen eine Volksabstimmung, wollt ihr das oder das oder das, dann wird darüber abgestimmt, und wenn das Volk abgestimmt hat und mehrheitlich sagt, nee, wir wollen das nicht, dann wird eben nicht gemacht, weil das Volk das. So. Und das ist für mich gelebte Demokratie, aber hier nicht hier. Frau hier, wissen Sie, Bärblöd oder wie die alle hießen hier, was weiß ich, die erzählt da Märchengeschichten, zitiert da Seiten aus dem Märchenbuch von Robert Habeck. Also, sorry, da ja, gibt's keine Worte. Die fahren uns ja richtig in Mist, ne? Also, an die Wand, genau. So. Also, das geht so auf jeden Fall nicht weiter. Und ich denke, da müsste sich zukünftig meiner Meinung nach was ändern, systemisch irgendwo, weil solange das Parteiensystem so existiert, können die vor der Wahl alles erzählen und nach der Wahl ist alles wieder anders. Das ganze Wahlrecht ist einfach nicht mehr zeitgemäß, sage ich mal so, um mal ganz human und ruhig zu bleiben. Wenn ich jetzt zum Beispiel zur Wahl gehe und dann habe ich einen Stimmzettel, da kann ich eine Partei wählen, ABCDE. So, dann mache ich bei Y mache ich mein Kreuz und dann kriege ich den Bundeskanzler von der Partei A, wo ich sage, was ist denn das für ein Trottel, den will ich aber gar nicht, weil ich gar keine andere Möglichkeit habe. So, und in Frankreich gehe ich zur Wahl, da habe ich zwei Wahlzettel. Da kann ich erstmal ein Kreuz machen bei dem Staatspräsidenten, den ich haben möchte, bei der Partei, die ich haben möchte, die ins Parlament reinkommt. So, und dann wird nachher eine Stichwahl gemacht zwischen den beiden, die meisten Stimmen gekriegt haben. Und dann kann ich zumindest mal davon ausgehen, dass ich in etwa das kriege, was ich haben wollte. Weil dann bloß noch zwei drüber geblieben sind. Aber hier bleiben, da drüben auf der Seite, da bleiben ja, weiß ich nicht, 796 drüber. Und einer von den Trotteln ist es dann, den ich gar nicht kenne. Weil da sind von den 796 kenne ich 800 gar nicht. Hm. Also, holla, die Waldfee. Ja, alles klar. So, naja. Ja. Okay.